Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, unsere gute Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, kennst du das? Dass du sagst, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich fühle mich ganz leer. Ich bin immer am Laufen, am Arbeiten, ich bin immer, immer im Dienst. Viele Mütter könnten jetzt sagen, ja, das kenne ich. Auch manche Väter, Männer könnten sagen, ja, das kenne ich. Auch Priester würden sagen, das kenne ich. Ich habe so viel gedient, so viel war ich im Einsatz. Ich bin jetzt wirklich etwas müde. Und wir laufen alle Gefahr, dass wir ein bisschen enttäuscht sind. Dass wir vielleicht sagen, ja, wann hört das denn endlich auf? Das Evangelium von heute ist ein Evangelium, mit dem Jesus uns Mut macht, nicht nur herausfordert. Er macht uns Mut und er sagt Folgendes, es ist wirklich schön. Er sagte zu seinen Jüngern, legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Ja, selig bist du, wenn du wach bleibst für den Herrn. Und wenn du dich schwach fühlst und wenn du dich leer fühlst, dann sag zum Herrn, Herr, ich brauche neue Kraft. Erfülle du mich neu mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Denn du hast gesagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und Herr, wir bitten um deinen Heiligen Geist, damit nicht nur unsere Lampen, sondern dass unser Herz brennt und nicht nur einfach brennt, sondern aus Liebe brennt. Damit alles, was wir tun, dass es in Liebe geschehen kann. Möge der Herr uns dazu segnen und dass er, der Herr, sich freuen kann, wenn er sieht, wie eifrig wir sind in seinem Dienst. Und er wird eines Tages Gutes über uns sagen können und zu uns sagen können und sagt, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn und er wird uns bedienen. Das können wir uns vielleicht schwer vorstellen, aber Jesus hat es gesagt, er hat es versprochen, er wird es tun. Möge der Herr uns jetzt segnen und uns immer neu mit seiner Kraft erfüllen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.